Stalwart, sende deinen Hilferuf. Sie wurden von Ogern angegriffen und fürchten, sie könnten jederzeit gebrandschatzt werden. Okay. Mal kurz gucken, sitzt sie noch hier oben? Ich sehe nämlich keinen Stuhl mehr. Nein, sie ist weg. Da könnten wir auch mal bei den beiden vorbeigucken. Guards keep you. Hast du ein Zimmer für mich? Ich zeige dir, was ich habe. Wahrnehmung, Entschlossenheit. Ja, Wahrnehmung, Entschlossenheit ist, glaube ich, das Beste, wenn wir da unten nämlich die Fallen finden wollen. Wobei, eins auf Athletik und... Ja, nehmen wir das. So. Kerker ist abgeschlossen. Juhu. Das heißt, wir geben jetzt erstmal... Kaserne wäre nicht schlecht, aber ich denke mal... Westlicher Wachturm wäre auch nicht schlecht, aber erstmal die Leuchthöhle. So. Dann gucken wir mal kurz bei unserem Swef-Händler vorbei, wie es ihm jetzt geht. Und dann gehen wir in die Katakomben. Das ist nämlich genau hier oben, wo nix Haus. Ah ja, Ponisk steht jetzt hier. Hallo, ich kann dir gar nicht genug danken. Ich habe meine Knera wieder und mit ihr an meiner Seite bin ich bald wieder auf den Beinen. Er lächelt, kann ich dir etwas anbieten mit dem versprochenen Lasnas, versteht sich. Lass mich sehen, was du anzubieten hast. Ja, Swef. So, er hat Swef. Okay, ich habe genug von dem Zeug. Ich habe eine Falle. Haben wir irgendwelche besonderen Tränke? Blaskon. Das ist ein Schnaps. Beziehungsweise ein Likör, ein Gesöff. Nicht wirklich was, was wir Sargani geben können. Wir haben einen Haufen Swef. Ja, Swef-Absturz. Und Goldrot-Prim-Absturz auch. Rieselschwamm hat auch einen Absturz. Gut, okay. Oh, seine Frau ist aber nicht hier scheinbar. Oder ist sie oben? Mal kurz gucken. Nö. Also entweder habe ich sie unten übersehen oder sie ist nicht hier.
Okay. Das heißt jetzt ab da runter. Machen wir mal kurz noch einen Item-Check. Ob wir irgendwas hätten, was wir noch einem unserer Leute geben könnten. Und das ist nur eine gute Arbalest. Guter kleiner Schild braucht niemand gerade. Guter Kriegsbogen. Kriegsbogen führt niemand von euch. Der führt eine Pistole, ich eine Armbrust. Ja, Sagani und Duens führen Jagdbögen. Oh. Ah, Alof könnten wir den kleinen Schild geben. Und den guten Rapier, den wir gefunden haben. So. Einen guten Zauberstab haben wir leider noch nicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zepter und einem Zauberstab? Nur die Schadensart. Gut. Oh, der redet gerade. With stinging ants. My own brothers and sisters are doing very well for themselves, back in Tekoa. I don't know that they'd search for me if I were killed so far from home. Brothers can be funny. I bet you'd be surprised how far they'd go. Ja, kann er schon wieder, fragt jetzt Eder aus. Dein Bruder, habt ihr beiden euch gut verstanden? Wir haben uns so verstanden, wie Brüder es tun. Er machte sich einen Spaß daraus, mich am Morgen mit einem Schwall Wasser aufzuwecken. Ich füllte seine Stiefel mit beißenden Ameisen. Meinen Brüdern und Schwestern ist es ziemlich gut ergangen zu Hause in Tarkova. Ich weiß nicht, ob sie nach mir suchen würden, stürbe ich so fern der Heimat. Brüder können lustig sein. Du wirst wohl überrascht sein, wie weit sie gehen würden. So, dann ab in die Kanalisation. Ah, ja. Quicksave machen und dann schleichen wir hier durch, weil es gibt Fallen, es gibt Gegner, es gibt Scheiße. Toter Initiierter, den gibt's auch hier unten. Tod initiierte, als du dich dem Toten näherst, spürst du die schwachen Rückstände seiner Seele, die von einer überraschten Unsicherheit an Ort und Stelle gehalten werden. Plötzlich stürzt die Seele ohne Vorwarnung auf dich zu, als wärst du ein strahlendes Leuchtfeuer in der klammen Dunkelheit. Ihre Essenz dringt in dein Bewusstsein ein. Du bist nun in einem anderen Körper. Du schreitest tiefer in die Katakomben, in eine dunkle Robe gekleidet und mit einer Maske über dem Gesicht. Du folgst einem vertrauten Pfad entlang des Kanals zu einem Raum, der um die Statue einer Gestalt herum gebaut ist, die eine ähnliche Robe trägt wie du. Andere warten bereits in Kapuzen und Schattengewand. Vor dir steht eine andere Gestalt, die wie du gekleidet ist und in dieselbe Richtung reist. Du kennst ihren Namen nicht und so soll es sein. Aus der Dunkelheit ergreift plötzlich etwas Monströses die andere Gestalt. Du wendest dich zur Flucht, stehst jedoch Angesicht in Angesicht zu einem Troll. Die pochende Panik in deinem Kopf wird von Rasiermesserscharfen Zähnen und Krallen unterbrochen. Du wächst dich aus der Erinnerung des toten Mannes auf. Die Leiche liegt auf dem feuchten und dreckigen Boden. Seine Kapuze und Maske fehlen und seine Kleider sind zerfetzt. I'll see what I can find. Also ja. Mit ein bisschen Schleim können wir schnell aufnehmen. Oh, sogar zweite Keys. Selbst hier unten sind Gräber.
Und ich weiß nicht, ob ich hier jetzt unbedingt zum Leichenplünderer werden soll. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Noch mehr schwarzer Schlamm. Stand together. Hey. Ach, hey. Following your lead. Nicht so gut. Ein Troll. So, ein toter Troll zum Glück. I'm here. Margrin's fire casts light in dark places. Also, der Troll kam von der anderen Seite. Ja, die Kanalisation ist auch recht groß gewesen. Ich werde mich zuerst auf der anderen Seite umsehen, weil ich glaube, hier gab es keinen Weg weiter oder so. Im Graben ebbt eine zähflüssige, übelriechende Flüssigkeit hin und her. Ja. Das ist die Kanalisation. Hier ist... Auch wenn hier, glaube ich, Katakomben steht. Oh, Sporlinge. Auf viele Sporlinge. Sporlinge, die sich zum Glück in Reihe und Glied aufstellen. Okay, der Blitz. Hat er den Blitz benutzt? Nee, der hat jetzt gar nicht benutzt. Schweinerei, die können umwerfen. Ja, ich muss Sagani und Itomak. Auf defensiv mal stellen. Ah, hier muss ich das auf defensiv, ja. I'm here. Bei Itomak, oh, da ist eine Feuchtspore. What? Raved out the lot, Billy. Following your lead.